Jo Freunde, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Kunde YouTuber. Heute kommt ein ganz besonderes Video über Sandra und also über Lexa und die dritten Titten. Jetzt gucken wir jetzt bei Lucien ins Handy. So Leute, ich hatte am Anfang nicht laut, ich mache jetzt nochmal von neu. Lexa und ihre Gang, die dritten Titten, haben heute Morgen die Schule geschwänzt. Jetzt sitzen sie auf einer Tischtennisplatte auf einem Kinderspielplatz und fühlen sich so richtig cool. Also Mädels, nochmal, unsere Gang ist die coolste in der Stadt, Punkt. Ja, aber die Uschis Muschis sind ja auch schon ganz schön angesagt, ne? Sie haben gestern 12 Erstklässler in die Mülltonne gesteckt. Das war schon ziemlich cool. Zugegeben, Uschis Muschis sind recht nice. Aber wir sind die dritten Titten. Wir haben gestern auf der Mädchentoilette geraucht. Das ist cool. Oh ja. Wir schwänzen gerade die Schule und trinken Alkohol auf dem Kinderspielplatz. Das ist cool. Die dritten Titten scheinen auf dem Höhepunkt ihrer Coolness angekommen zu sein. Bis plötzlich Hauptkommissar Ronny auftaucht. Er hat sofort eine Ahnung, was er bei den jungen Mädchen finden wird. Ich bin die größte Schlampe in der Clique, okay? Nein, ich bin die größte Schlampe. Folgendes, der nächste Typ, der hier langläuft, ja, wenn du den stoppst und mit dem in den Busch gehst und nur nochmal schiebst, ja, dann bist du die größte Schlampe. Ja, okay. Auf doch. Schönen guten Tag. Hauptkommissar Ronny, mein Name. Wenn du in unsere Clique willst, musst du erst eine Mundprobe bestehen. Ich will viel lieber mal wissen, warum ihr nicht in der Schule seid. Heute ist Girls Day, wir dürfen einen Tag in unserem Traumberuf sein, dann müssen wir nicht in die Schule. Aha. Und was für ein Beruf geht ihr da gerade nach? Hartz IV. Ich glaube eher, ihr tut die Schule schwänzen. Wir chillen unser Leben, ja. Ich würde gerne erstmal wissen, wer ihr seid. Einmal bitte die Ausweise vorzeigen. Wir sind die dritten Titten. Schon 100 Typen geritten. Du glaubst wohl, du bist stark. Wir prügeln dich in den Sarg. Das habt ihr aber wirklich sehr schön auswendig gelernt. Aber ich denke... Ach nee. Was haben wir denn da? Das ist nicht unser... Das gehört nix, sie zwingt uns, Alkohol zu trinken. Ja, stimmt, ich zwinge sie wirklich. Ja, doch gib mal schön her damit. Das ist ja Bio! Wir sind 15 Jahre alt, wir dürfen Bier trinken, du Hurensohn! Ich hab mich wohl verhört! 15? Nee. Sie und ich sind 17, Lexa ist erst 13. Ja, stimmt, ich bin wirklich erst 13. Na, da hüppelt der Hase aber schön ganz anders, wie man's fällt. Noch habt ihr Zeit zu gestehen? Was habt ihr noch so dabei? Okay, wir gestehen. Wir haben noch andere Drogen dabei. Halt die Fresse, Schaniqua! Ist das so, Lexa? Halt die Fresse! Hier. Och nee, was haben wir denn da? Wir sagen kein Wort mehr, bis wir mit unserem Anwalt gesprochen haben. Dem dritten Tittenanwalt. Ihr würdet also nicht zugeben, was hier drin ist. Na gut, dann werde ich mal einen Zug nehmen. Ich werde ja sehen, was da drin ist. Das ist Marano. Mein Vater hat mir das vertickt. Der macht super Preise. Den Rest müssen ich leer. Können wir mitnehmen. Ach nee. Sindo! Lexa, wir sollten jetzt wieder mit den Polizisten zusammenarbeiten. Halt's Maul, ich bumse uns hier schon raus. Wahnsinn! Das ist aber Kuckeln! Wahnsinn! Soll ich ihm die Nummer von meinem Vater geben? Wahnsinn! Viel Spaß noch, Mädels! Ich fahr nach Hause mit meinem Pferd! Hauptkommissar Ronny hat es wieder mal geschafft, dem Drogenkonsum in Wessebuhren entgegenzuwirken. Ja. Die dritten Titten sind zufrieden mit ihrem Vormittag. Wir sind zufrieden mit dem Vormittag. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, dann lasst ein Like da, abonniert und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!